Ein Mann geht auf der Straße und sagt, Hummer oder Languste? War das jetzt Hummer oder Languste? Scheiße, war es Languste oder war es Hummer? Geht zurück, klingelt an einer Tür, Mann steht vor der Tür, kommt raus und sagt, Herr Doktor, war das jetzt Hummer oder Languste? Sagt er, ich sag's Ihnen jetzt zum dritten Mal, es ist Krebs. Jetzt. Colt wird jetzt aus der Hand gelegt. Das schreckliche Geschehen sollte man immer so schön wie möglich verkaufen. Also zum Beispiel, wenn diese Chinesin, die hier, diese alten Damen, die ja wirklich mit Zahn luckert, schön da sitzen und sich ihres Lebens erfreuen und sehr heiter sind, die haben Füße, die sind so groß. Die Schuhe, Lotus, das sind die Schuhe. Also die eine, das sehen Sie da, die trägt die. Also die sind in der Größe, eine 80-jährige Frau hat eine Schuhnummer von einem 4-jährigen Kind. Aber das Foto ist natürlich, zeigt überhaupt kein Elend oder irgendwas Schreckliches, sondern zeigt die so, wie sie sich mir präsentiert haben. Und ich wollte sie auch, ich meine, die empfinden sich als Sexbomben. Also das ist eine Geschichte, aber das als Elend zu verkaufen, ist einfach Quatsch. Man muss immer diesen, also ich mache immer diese, dass ich die Sachen immer sehr schön verpacke und man erst auf den zweiten Blick sozusagen das sieht, worum es eigentlich geht. Ich glaube, dass man mehr Aufmerksamkeit für diese Sache erzielt, wenn ich nicht jetzt irgendwie trostlose Gestalten abbilde, sondern wenn ich die zeige in Höchstform oder wo sie sich irgendwie ganz aus dem Sinn fühlen, die sich mit diesen kleinen Füßen den anderen Frauen immer noch überlegen. Also wenn ich sie so schön zeige, wie ich sie nur zeigen kann, weil die Leute dann viel mehr hingucken und dann sagen, oh wie schrecklich. Aber dieses oh wie schrecklich ist nicht so, naja, die Chinesen sind ja wirklich Schweine, sondern sie kriegen irgendwie mehr ein bisschen was anderes dadurch mit. Also es ist nicht so vorurteilsvoll. Kleine Füße, die wurden eingebunden, wie furchtbar, wie eine Katastrophe. Was sind das für Barbaren? Und dann sehen Sie diese etwas heiteren alten Damen und dadurch kriegt das der Sache, ist der Sache viel angemessener, finde ich. Ich hätte auch nackte Füße zeigen können, das würde ich aber nie machen, weil das ist eine Sache von Anthropologen. Wie es dazu kam, war lustig insofern, als ich in Los Angeles im Schindlerhaus eine Ausstellung hatte mit Auschwitz-Nummern. Und dann habe ich so ein paar Schuhe in L.A. gesehen, die da auf Melrose in einem Laden, der Necromance hieß, und wo man kleine Fötenköpfe kaufen konnte und der so, also sehr... Also ich habe so einen Laden eigentlich hier noch nie in Europa gesehen. Fand ich sehr. Die hatte diese Schuhe und ich wusste nicht, was die sind, weil es nicht wie Babyschuhe aussah. Und dann habe ich sie ziemlich teuer gekauft und sie erzählte mir, dass sie das immer kriegt aus China und dass es noch Frauen gibt, die das haben. Und das war im November. Und dann war ich 2000, also im November 1999 und dann war ich im Mai in China in dem Ort und habe die fotografiert. Haben Sie schon mal eine Nummer gesehen? Also ich habe
ganz viele natürlich gesehen. Und sie sind ganz unterschiedlich und die Leute gehen ganz unterschiedlich damit um. Die zum Beispiel, die mag ich gern. Die beiden, das ist auch, sind eben, ist diese alte Dame mit der kleinen Nummer, die sehr klein ist, die man nur auf den zweiten Blick sieht. Und die junge Frau, die so, die hier Narben von mehreren Suizidversuchen hat. Und es sind zwei Frauen, die alt und jung, blond und dunkel, die beide Zeichen von Tod haben. Aber sonst keinen Zusammenhang sozusagen. Aber das ist wie diese Zeile aus dem Seemann-Gedicht, dein blondes Haar, Margarete, dein schwarzes Haar, Sulamit. Also die junge Frau, die nicht leben kann, nicht leben will, die alte Frau, die das Zeichen da hat. Also das kam irgendwann mal, war ich in Ferien und plötzlich, und ich kannte eben beide. Die eine war die Nachbarin, das andere war die Tochter von Freunden. Und dann plötzlich, wuff, kam eben dieses, das zusammenzutun. Wenn Sie sagen, Sie haben 14 Jahre die Dame gekannt, war das eher Punkt, dass Sie... Ich wusste das natürlich, dass sie jüdisch war, ja. weil bei uns geklingelt wurde und dann wurde gefragt, haben Sie die Musik so laut oder sind es wieder die Juden? So ungefähr. Also man wusste natürlich, oder sie haben, die Familie hat ihr Laubhüttenfest unter unserem Balkon gemacht und zu dem Zeitpunkt habe ich nun nicht gerade meine Unterhosen dahin gehängt oder so. Das war alles, das war klar. Aber die Nummer, die ja Auschwitz bedeutete, die war nicht klar. Die hatte ich nie gesehen. Und als ihr Mann gestorben ist und ich rübergegangen bin, um zu kondolieren, da war das sozusagen in ihrem privaten Rahmen und da habe ich die zum ersten Mal gesehen. Und das war irgendwie... Und dann hat sie mir geholfen und dann hat Max Mannheimer mir geholfen. Dann habe ich in München angefangen und bin dann nach Ungarn und habe das in Europa so gemacht. Also das war dann ein Projekt. Und habe dann nach Israel aufgehört, weil da war es dann einfach too much. Und das war dann auch für mich abgearbeitet in einer gewissen Weise. Als letzte große Arbeit war ich in Tibet und habe Prostituierte da fotografiert, weil ich was machen wollte, was den chinesischen Einfluss auf Tibet zeigt. Und dann hatte ich die Idee, ich könnte vielleicht Frauen im Militär, Tibeterinnen im chinesischen Militär fotografieren. Das war natürlich süß von mir gedacht, weil da ging überhaupt kein Weg hin. Also das war überhaupt nicht möglich, da auch nur in die Nähe zu kommen oder irgendwie Militärleute zu fotografieren, war mir also nicht vergönnt. Und ich hatte einen Tibeter, der als Guide war. Ich habe immer irgendjemanden natürlich, der mir helfen muss, weil ich ja keine Ahnung habe. Und dann hat der... Und ich hatte diese Idee von Prostitution in Tibet, weil das konnte ich irgendwie recherchieren. Das ist zunehmend stärker. Es gibt ganze Stadtviertel in Lhasa, die wie in Amsterdam nur nicht so schön sind. Da sind in Schaufenstern halt Nutten für Chinesen. Also da kommt kein Westler hin, weil es in diesen Neubauvierteln. Aber es sind Straßenzüge voll und zunehmend natürlich Tibeterinnen. Und ich wollte eigentlich mit denen sprechen, das ging nicht, weil die, wenn die gesehen haben, dass ich eine Westlerin bin, war sofort, hier ging überhaupt nicht. Und das ging eben nur vom Auto aus dann. Ach so, ein Vorbeifahren. Also wir sind hingefahren, haben gewartet, dann kam immer schon einer, weil der dachte, Kundschaft kommt. Und dann saß ich hinten im Auto mit der Kamera und dann haben wir es vom Auto aus fotografiert und sind sofort los, weil die hatten Handys und die haben, wenn die mich gesehen haben, haben die sofort, und das wäre wirklich unangenehm gewesen. Das ist eine Serie von 9. Und das Prinzip ist bei allen gleich. Und es ist immer das etwas unscharfe Foto, mit einem ganz präzisen Hintergrund. Das
Auch hier merke ich wieder, dass die sind wirklich sehr ästhetisch. Ja, natürlich. Also ich bin keine ausgesprochene, würde ich sagen, Feministin. Aber es ist schon was, was in meinem Fokus ist. Das sind Dinge, die Lebenssituationen, ja, Ausschnitte aus Lebenssituationen. Ja, die für Frauen. Es gibt wenig, ich meine, es gibt einfach, Männer werden einfach weniger gequält. Es tut mir leid, aber das ist eher zwangsläufig. Oh, müssen Sie zugeben. Es gibt ja heute immer noch sowas, also die Beschneidung in Afrika. Die Frauenbeschneidung, aber ich denke, dass man da nur unterstützend, also das ist zum Beispiel ein Thema, das würde ich nicht bearbeiten wollen. Da käme ich, also das würde ich nicht machen, das habe ich mir natürlich schon lange überlegt, weil das ja diesem Prinzip, wie ich arbeite, nicht entgegenkäme. Also ich müsste einen Weg finden, das so zu machen, dass mir das einfach noch nicht eingefallen ist. Weil dieses Ästhetische eigentlich auch immer bei mir im Vordergrund steht, mit dem Inhalt. Haben Sie schon immer fotografiert, oder? Nee, ich war in der Malklasse und habe gemalt. Mit dem Malen war das nach der Akademie dann noch ein bisschen und dann war das irgendwann einfach vorbei. Dann entwickelten sich, so wie jetzt, sich eben diese gestickten Bilder. Es gibt einfach so Aktienkurse, die wie Gebirge sind, das Matterhorn oder so. Das finde ich auch sehr schön. Also wenn man einfach mal guckt, was für Kurven, also welche Berge, so die Wirtschaft, welche Berge sie nachformt. Also da bin ich gerade dran. Das finde ich interessant. Und mit diesem Gesticke habe ich es gerade eben. Ich wollte sagen, Sticken ist was ganz anderes. Ja, ja, und das finde ich eben, das ist eigentlich das, was ich sehr schön finde, dass immer irgendwas kommt, was anders ist. Und dass man dem nachgehen können sollte, weil es einfach lustvoll ist. Und man wahrscheinlich Fehler macht und dann macht man halt Fehler und dann ist auch okay. Aber es kommt. Es kommt und dann sollte man es auch machen. Ja, ich sage, es kommt aber zu Ihnen. Ja, natürlich. Also ich, wie in L.A., in Necromance, diese Schuhe dann kommen. Und dann werde ich natürlich extrem schnell und sehr zielgerichtet. Also dann geht es irgendwie ab. Dann recherchiere ich und dann treffe ich und dann mache ich und dann organisiere ich und dann bin ich in Pakistan oder so. Also das geht dann alles. Oder es geht nicht und dann lasse ich es. Und eigentlich am unangenehmsten sind die Zeiten, wo irgendwie gerade was zu Ende ist und es ist nichts da. Aber früher dachte man, es kommt nie wieder irgendwas, das war das letzte Mal und jetzt ist es vorbei. Schluss, aus, Ende. So, und das ist natürlich nicht mehr. Also jetzt weiß man, dann wartest du jetzt mal ein bisschen, dann machst du es dir ein bisschen geruhsam und irgendwann kommt dann wieder was. Also es gibt nicht mehr diesen Zwang, unbedingt was zu produzieren, was ich sehr angenehm finde. Früher, sonst dachte man, oh Gott, jetzt ist nichts. Ich muss ja irgendwas machen, ich muss ja irgendwas herstellen. Und das, dann wird eben nichts hergestellt. Dann wird eben ein bisschen gelesen oder sonst irgendwas. Bitte. Ja. Auf uns. Dankeschön.